Der Sorglos Talk. Ein Corporate Podcast von Sorglos Makler. Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Sorglos Talk, dem Podcast von Sorglos Makler, wo wir uns als Unternehmen nicht vorstellen wollen. Nein, wir wollen mal ein bisschen zeigen, dass hier nicht nur Leute im Anzug sitzen, die sich einstempeln und ausstempeln, sondern dass hier echte Persönlichkeiten arbeiten. Und einer davon ist jetzt bei mir hier zu Gast. Mein Name ist Julian und bei mir sitzt der wunderbare Paul. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, lieber Julian. Ja, wir sitzen hier, müsst ihr wissen, tatsächlich schon zum zweiten Mal. So offen kann ich sein, weil wir haben diese Folge tatsächlich schon mal aufgenommen. Aber meine Kamera entschloss sich mittendrin, sich spontan auszuschalten. Und so blieb halt leider die halbe Folge auf der Strecke. Aber das heißt ja nicht, dass wir uns hier nicht nochmal hinsetzen und richtig schönen Qualitätscontent abliefern werden. Deswegen, Paul, würde ich sagen, stell dich doch unserem geneigten Zuschauer gerne ein weiteres Mal vor. Das mache ich sehr gerne. Ich freue mich, dass ich auch ein zweites Mal heute hier sein darf bei dir. Genau, Paul Jepsen mein Name. Ich bin 26 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Niederndodelleben. Ja, bin gelernter Bankkaufmann, habe dann nach meiner Ausbildung quasi in den Immobilienbereich gewechselt der Bank und habe nebenbei noch einen Immobilienfachwirt gemacht und bin jetzt circa ein bisschen über ein Jahr bei den Sorglosmaklern und freue mich, wie gesagt, heute das zweite Mal hier zusammen bei dir. Du hast gesagt, dass du in einer Bank als Bankkaufmann gearbeitet hast. Ich habe natürlich den gemeinen Vorteil, dass ich mich noch ein bisschen was erinnere, aber auch nicht an alles. Deswegen jetzt erstmal meine Frage, was hat dich denn damals in die Bank getrieben? Mich in die Bank getrieben. Also ich war tatsächlich lange Zeit unentschlossen, wo ich beruflich irgendwo hin will. Das war so das Thema bei mir. Und über so ein paar Zufälle und für eine grundsolide Ausbildung, sage ich mal, habe ich damals mich entschieden, in den Finanzsektor zu gehen und halt in der Bank die Ausbildung zu machen. Und ja, habe dann aber relativ schnell schon in der Ausbildung gemerkt, dass das klassische Bankthema nicht so unbedingt meins ist. Warum? Mir war es zu langweilig tatsächlich. Mhm. Ja, also es war irgendwo dieser Alltag war mir irgendwie so ein Stück weit zu langweilig. Aber das Schöne war, ich konnte in der Ausbildung einfach alle Bereiche der Bank so ein Stück weit durchlaufen. Mhm. Und einer davon halt auch im Immobiliensektor. Und da hat sich dann meine Leidenschaft immer weiterhin entwickelt. Und hat dann nach der Ausbildung auch relativ zügig geklappt, dass da eine Stelle frei wurde, die ich dann besetzen konnte. Also in der Bank? In der Bank quasi, genau. Also was hat mit Bank mit Immobilien zu tun? Also verschiedene Themen, ja. Also Immobilienfinanzierung, natürlich so der Klassiker, den die Bank halt macht. Aber halt auch die Immobilienvermittlung, was mittlerweile relativ viele Banken tatsächlich machen. Mhm. Einfach als weiteres Geschäftsfeld, ja. Also sind Banken vielleicht ein relevanter Faktor auf dem Immobilienmarkt? Also gegen so reine Maklerfirmen, wie wir es sind? Schon, also kann man schon auf jeden Fall als Mitbewerber schon wahrnehmen, auf jeden Fall. Regionstypisch natürlich unterschiedlich, ja. Aber auch, wie gesagt, viele Banken. Also jetzt hier bei uns kenne ich auf jeden Fall, wie gesagt, Volksbank, Sparkasse, Postbank meines Wissens, die ich jetzt zumindest auch am Markt einfach wahrnehme. Und dann bist du jetzt zu Sorglosmakler gekommen. Genau so ist es. Aber wie? Hast du dich beworben? Hast du das auf Instagram gesehen? Wie war da der Prozess? Tatsächlich wurde ich über einen Headhunter angerufen quasi. Also ich hatte ein ganz normales Xing-Profil geschaltet. Nichts Großes, nichts Wildes, nicht viele Informationen drin. Einfach mal aus Lust und Laune quasi. Und dann kam es dazu irgendwann, dass ich da einen Anruf erhalten habe. Und ich ja natürlich Sorglosmakler im Vorfeld auch einfach schon wahrgenommen habe. Jetzt durch die Social-Media-Kampagne? Oder jetzt durch die, sage ich mal, sehr prägnante Farbe auf unseren Plakaten? Beides, genau. Ah. Die Plakate natürlich als erster Hingucker ganz oft in der Stadt verteilt, was natürlich so den ersten Augenmerk darauf irgendwo gerichtet hat. Und man schaut sich ja trotzdem am Markt irgendwo um, wenn man in dem Sektor unterwegs ist. Und dann, wie du schon sagst, über Social Media und dann noch dazu. Was ja jetzt in den letzten Jahren oder im letzten Jahr quasi, seitdem ich auch hier bin, gefühlt noch mehr gereift ist. Wahrscheinlich, genau. was ich auch gut finde. Und ja, tatsächlich war es dann, wie gesagt, über einen Headhunter, der mich dann angerufen hat. Und dann hatte ich mich mit Enrico getroffen zu ein paar Gesprächen. Und ja, habe mich dann für den Schritt entschieden. Und bist du dann noch ein bisschen mitgelaufen bei dem Makler oder? Tatsächlich kaum. Also ich war bei Jan natürlich ein paar Mal dabei, aber relativ wenig, weil ich halt eben einfach schon aus der Branche kam. Ich wusste, was ich tue. Also ich habe es halt schon 3,5 Jahre knapp in der Bank gemacht, die ganze Immobilienvermittlung. Von daher wusste ich das Hauptgeschäft, wie es läuft, wie es funktioniert. Ja, also mir muss jetzt auch keiner mehr riesengroß was beibringen vom ganzen Business an sich. Aber natürlich das Ganze dann natürlich über diese Marketingmaßnahmen, was ich halt super gut finde bei uns, einfach zu vertiefen. Ja. Du bist ja auch selbstständig, ne? Richtig. War es ein großer Schritt von der Bank ins Selbstständige gewesen?
Hat natürlich kopftechnisch einen irgendwo schon so ein bisschen bewegt, ja, also dieser Schritt in die Selbstständigkeit ist natürlich erstmal irgendwo was Gewagtes, aus dem sicheren Angestelltenverhältnis heraus dann in die Selbstständigkeit, aber bei mir ging das relativ, weil ich im Familienkreis halt auch viele Selbstständige habe. Mhm. Meine Mutter hat ein Restaurant zum Beispiel, ein eigenes seit knapp 25, 26 Jahren. Ach. Mein Opa war schon schon selbstständig, von daher wusste ich so ein Stück weit, was auf mich zukommt. Restaurant hier in der Gegend? In Niederndodelehm tatsächlich. Wie heißt das überhaupt? Restaurant zum Klinkerhof. Gerne essen gehen. Tja, also jetzt, Tasting kommt demnächst, ne? Ja, also jetzt würdest du sagen, fühlst du dich hier wohl, bist zufrieden mit dem Job? Absolut, also super Team, super Kollegium, alles wunderbar. Es gibt eine gute Struktur. Was mir halt auch wichtig war, gerade jetzt in diesem Selbstständigkeitsschritt her, weil ich wollte mich halt auf meine Arbeit konzentrieren, das war für mich das Wichtige, also die reine Immobilienvermittlung. Und da ist halt super gut, dass wir hier ein Konstrukt haben ringsherum, wo einem vieles abgenommen wird. Mich würde mal interessieren, inwieweit unterscheidet sich, ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, eine Arbeitsweise oder das Firmenklima allgemein einfach so eine Immobilienfirma, wie wir es sind, von der Immobilienabteilung in der Bank. Genau, also ich glaube, der Hauptunterschied ist einfach grundsätzlich diese Führungskomponente. Ja? Also eine Bank hat natürlich gewissermaßen irgendwo einen anderen Führungsstil gefühlt, ja, aus der Geschichte einfach bedingt, sage ich mal, ja, weil schon immer irgendwo so ein bisschen was, ja, was Angesehenes war, ja, das alle im Anzug, früher noch mit Krawatte, das ist ja mittlerweile auch alles nicht mehr so, aber gefühlt ist es hier einfach viel, viel familiärer, es gibt diesen Führungsstil nicht und es sind natürlich der Großteil auch einfach selbstständig hier und das merkt man halt in der Arbeitsweise halt auch einfach, ja. Alles klar, dann würde ich jetzt sagen, wir arbeiten jetzt auch nochmal, nämlich an unseren letzten drei Fragen, aus denen du noch einen, in dem Fall viertes, fünftes und sechstes. Neue Runde, neues Glück, würde ich sagen. Genau, mal gucken, ob du ein paar andere Fragen kriegst. Schauen wir mal. Oh, so mal ein kleiner Zettel. Ach nee, doch nicht. Ja. Pizza oder Döner? Spannende Frage. Döner. Ah, komplett, spezial oder wie soll es sein? Ohne Zwiebeln, ohne Rotkohl, bitte. Ah, okay. Gut. So einfach kann es sein, wusstest du. Ich habe ja in Österreich eine Weile gearbeitet und gelebt. Echt? Ja, in Salzburg war ich bei Welle 1. Das ist so ein Radiosender. Ja. Und dann bin ich mal nach Hause gefahren und ich wollte ein bisschen, sag ich mal, Heimat wieder haben. Und da gab es einen Döner, habe ich da angehalten. Aha. Die essen den ohne scharfe Soße. Okay. Und mit einer Minzsoße drüber. Mit Minze? Ja. Okay. Und dann bekam ich noch drei Stücken so Speck rein. Das fand ich ganz befremdlich. Aha. Kann man machen, aber sehr abgefahrener Döner auf jeden Fall. Aber hat es geschmeckt? Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Nee, ich würde tatsächlich sagen, auf so eine bestimmte Art ja. Ja. Aber es hat halt nicht wie ein Döner geschmeckt. Was anderes erwartet. Ja, das ist wie so ein vegetarisches Schnitzel oder Cordon Bleu. Mhm. Schmeckt das schlecht? Nein. Schmeckt das wie Fleisch? Auch nein. Schmeckt es lecker? Ja. Gut. Weiter geht's. So. So, hier schönes. Oh, der wurde schon aufgefaltet, glaube ich. Was war eine kleine Jugendsünde? Ja, das ist ja meine persönliche Lieblingsfrage, weil da immer keiner antworten will. Also, keiner, die wenige Frage. Will oder was einfallen, ist die Frage, muss ich sagen. Was einfallen? Dass mir was einfällt. Also, es gab bestimmt einige Jugendsünden, aber. Nie abgeschrieben, nie nur einmal angezündet. Nur einmal angezündet. Laterne ausgetreten. Abgeschrieben natürlich in der Schule, natürlich, ja, keine Frage. Aber, ja, keine Ahnung. Mal die eine oder andere Stunde vielleicht geschwänzt in der Schule. Schwänzer warst du? Ja. Ab und zu, ich hatte Spanisch mal in der Schule und Fremdsprachen war noch nie so meins. Ah, und ich hatte also über angefangen Englisch ganz normal, dann Latein und Spanisch irgendwann noch dazu als drittes. Und ja, da hatte ich glaube ich ein oder zwei Jahre, ich weiß gar nicht mehr genau. Und ja, hat mir nicht ganz viel Spaß gemacht, da hast oder geguckt, mal die eine oder andere Stunde mal da gelassen. Hast du geguckt, 40 Stunden, 44 Stunden geht, Attacke. Genau so sieht's aus. Würde ich natürlich nie machen, also. Ja, nicht zu empfehlen, ja, also auf keinen Fall, Schule ist wichtig. Ja, Schule ist wichtig, nicht, also in der Oberstufe so Sport, naja, Montag, ersten zwei Stunden hat man noch was anderes zu tun. Gut, also letztes Mal. Also so ehrlich muss man ja auch am Ende sein. Also nicht jeder ist ja so Einzelschüler. Das stimmt. Strengt euch trotzdem an. Nur Schütze 2? Nee. Da war ich sehr motiviert. So. Ja, ich merke das schon, ja. Da hast du wirklich viel falten. Wie oft kann man ein Blatt Papier eigentlich falten? Weißt du es? Nee, weißt du es? Nee, ich weiß es auch nicht. Da gibt es doch so eine Grenze. Aber es gab eine Grenze, ja. Und ich habe es auch tatsächlich schon mal probiert. Die Frage ist, welcher Song darf in deiner Playlist nicht fehlen? Oh. Gute Frage. In welcher Playlist ist die Frage? Oh, in welcher Playlist? Gibt es denn da unterschiedliche? Ja, naja, also ich bin tatsächlich
eher an sich kein klassischer Playlist-Typ, das lasse ich eher meine Frau machen, oder meine Freundin machen. Mhm. Die übernimmt die musikalische Unterstützung bei uns im Hause. Ich bin eher so ein Radiohörer. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Fußball gucke bei uns, gibt es auch mal schöne Kabinen-Playlists so nach dem Spiel. Da sind so einige Malle-Hits dabei. Malle-Hits. Ja. Durchs Après-Ski und so kann ich das gut nachvollziehen. Après-Ski? Fährst du Ski? Ja, ja. Cool. Seit ich 4 bin. Echt? Immer unterwegs. Ich fahr Snowboard. Snowboard, Mensch. Ja. Also wir hatten jetzt schon so einige, die hier Ski fahren. Ich glaube, das ruft irgendwann nach einem Teamevent. Das wäre natürlich mega cool, ja. Focus Marco auf der Piste. Das wäre wirklich geil. Mit so einer Flagge vorne weg. Das wäre cool. Das wäre auf jeden Fall geil. Ja. Okay, aber ein Malle-Hit so? Ach, Inselkind. Okay. Inselkind finde ich gut. Den kenne ich tatsächlich gar nicht. naja, aber vielleicht kennt ihr den ja. Dann haut mal einen Link in die Kommentare. So, und wir sind jetzt auch schon wieder durch. Und ich muss mir diesen Song dringend mal anhören. Und deswegen würde ich sagen, folgt uns gerne auf Instagram, da sind wir ja die Sorglosmakler. Und hinterlasst ein Abo auf YouTube, Follow natürlich bei Spotify und Co. da lassen. 5-Sterne-Bewertung ist natürlich immer drin, hilft uns natürlich jede Menge. Und jedes Kommentar, egal ob ihr uns toll findet oder ob ihr uns super toll findet, macht natürlich Traffic is King. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, Paul, schönen Dank, dass du da warst. Ich habe zu danken, Julian. Und wir melden uns ab. Tschüss. Bis dahin, ciao, ciao.